Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, und ich Esel habe mir dann wieder mal irgendwie in Erinnerung gerufen, dass er hier einen Weg hinführt, den ich letztes Mal nicht genommen habe. Ja, was heißt letztes Mal halt, als ich das erste Mal hier war. Weil ich natürlich wusste, dass der Weg dahin führt. Jetzt wusste ich es halt nicht mehr, jetzt weiß ich es aber wieder. Wirres Zeug, was ich da schon wieder labere. Aber hier geht's rein! Na dann, in den Kampf. Wer ist denn das hier? Egal. Scheiß drauf. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Zumindest für den Kampf. Alles weitere ist dann egal. Aber im Moment sind wir Homies. Bros sozusagen. Bam! Aber ich finde es schon geil, wenn die Zahlen langsam dreistellig werden. Okay, allerdings die Treffer der Gegner offensichtlich auch. Verdammte Scheiße. Los, verprügel ihn. Ja, hau ihm seine Hühneraugen weg. Oder was auch immer das ist. Sieht jedenfalls ungesund aus. Bam. Ja, genau, hau in die Luft. Geil. Top. In die Luft hauen ist cool. So, danke für die Hilfe, ihr Nichtsnutze. Toll, fu. Gehaltserhöhung ist gestrichen. Penner. Wofür habe ich noch mal eine Gruppe dabei, die mich beschützen soll? Verdammt nochmal. So, wer ist der hier? Hier, Michel. Ach, der Typ. Eure Bemühungen, die Roten Templer zu vertreiben, sind nicht unbemerkt geblieben. Ach was. Michael weiß, dass wir hier sind. Er hat mir Rote Templer auf den Hals gehetzt und eine Horde von Schatten fällt über Sarnia her. Die Leute dort sind vollkommen schutzlos. Ich muss sofort zu ihnen zurück. Es ist nun an euch, Imshael zu vernichten. Aha. Nennt mich Imshael. So, kann es sein, dass der immer von mir wegrennt? Als wir im Dorf waren, hat er gemeint, ich muss zur Feste. Jetzt sind wir in der Feste. Jetzt meint er, ich muss zum Dorf. Ist ja irgendwie... dumm oder was? Wahrscheinlich. Also gut, Imshael ist scheinbar sowas wie der... Oh, was traurige Splitter. What? Gibt's auch fröhliche Splitter? Happy! Naja, also Imshael ist scheinbar sowas wie der Oberguru hier. Dann werden wir ihm mal zeigen, dass ich der neue Obermufti hier bin. Und niemand sonst. Oh. Lustige Geräusche, die der macht. Ich hoffe, es tut weh, du Penner. Oh je, da ist schon wieder so ein Schildträger, da machen wir lieber erstmal den weg. Weil bis man da an der Deckung vorbeikommt. Vor allem hat der gerade volle Kanne verfehlt, kann das sein? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich dachte, die Zauber treffen immer. Mein Widerstand und so, das geht ja alles, aber... dass der Zauber komplett an dem vorbeifliegt, das war jetzt seltsam. Nee, wir lassen niemanden am Leben, schon richtig so. Aber danke für den Tipp. Hast du sicher nur gut gemeint, du Idiot. Ja. Und tschüss. Plüschiger Bärchensamt oder so. Oder Bärchensamt. Ich lese halt immer Bärchensamt. So, was jetzt? Weiß man nicht so recht. Was gibt's hier? Da geht's auch noch hin. Oh je. Die Schildkröte ist auch wieder am Start. Und geht mir auf den Sack. Nee, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, erstmal die anderen zu töten. Die kann man wenigstens treffen. Würdet ihr jetzt mal hier... Alter, wo rennt denn der hin? Egal. Jetzt jedenfalls irgendwo hin. Da ist der Hampelmann. So, Faust in die Fresse und jetzt stirb. Und tschüss.
Gott, wenn ich bedenke, wie viel EP die Riesen noch immer gegeben haben in den Smaragdgräbern. Dagegen ist das echt ein Witz. Halt! Wir müssen etwas gegen das hier unternehmen. Gegen was? Versuchsnotizen. Der Riese, den wir letzte Woche aus den Smaragdgräbern erhalten haben, haha, wenn man vom Teufel spricht, ist heute Morgen gestorben. Er hatte eine leichte Bauchverletzung erlitten, die ihn schließlich umbrachte. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen lebenden Riesen. Zum Glück waren die ersten Veränderungen äußerst vielversprechend. Ich bin also zuversichtlich. Es ist bestimmt schwierig, diese Kreaturen ohne Einsatz von Gewalt zu fangen. Ach was. Aber wir können es uns nicht leisten, sie aufgrund von Verletzungen zu verlieren. Wir könnten sie auch womöglich züchten, nur leider hat bisher niemand ein weibliches Exemplar dieser Spezies zu Gesicht bekommen. Junge, die hobeln und dann geht das. So, jetzt wisst ihr's. Oh mein Gott. Das ist im Prinzip ein ganz normaler Riese, nur eben vollgepumpt mit dieser roten Scheiße. Und warum nochmal kann ich hier die Tür aufmachen? Ach ja, richtig. Keine Ahnung. Was gibt's hier? Auch nichts Besonderes? Nicht, dass am Ende noch einer aufsteht und sagt, ey, du kommst hier nicht rein. Da gehe ich aber wieder. Was ist das? So ein Bronto oder sowas, ne? So sieht's zumindest aus. Was fehlt an Daris? Mein Gott, die Quest in den Hinterlanden. Ob es hier noch mehr davon gibt? Und wenn ja, wofür brauche ich den Scheiß sonst noch? Juhu! So, wieder einer platt. Gut. Hä? Ach, du Kacke. Ja, importierter Riese. Ne, infizierter Riese. Was war hier jetzt gerade? Korypheus, was? Ah ja, weiß man nicht so genau. Oh mein Gott. Der hat gerade übelst Fallschaden gekriegt, kann das sein? Ja, ja, kann sein. So. Jetzt kriegt er noch mehr Fallschaden, nämlich von herabfallenden Meteoriten. Mal gucken, wie viel EP der gibt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, die Riesen in den Smaragdgräbern sind ein bisschen buggy. Oh, Alter, ist das dein Ernst? Alle tot? Das ist doch Verarsche. Oh. Oh, cool, sie leben wieder. Dafür ist mein Magier fast tot. Hilfe! Jetzt tut doch was, faules Volk. So, helft mir doch. Ja, aber doch nicht so, ey. Wenn er drauf geht, habt ihr auch keinem geholfen. Vögel, ey. Ja, ja, Vivienne am Arsch. Wobei, Vivienne hat einen tollen Arsch. Nur mal so nebenbei bemerkt. So. Stirb jetzt. Los. Nur mal rüber gehopst, bevor er verreckt ist. Braver Junge. Und Junge passt, ja, weil es gibt ja anscheinend keine Frauen bei denen. Die Ärmsten. Wir müssen also wirklich alles selber machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ob die wohl Zellteilung machen? Na, ich will gar nicht wissen, wie sich Riesen verbreiten. Das ist bestimmt eine Riesensauerei. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, was der ADP gibt. Alter! Gerade sage ich es noch, schon wieder verkackt. Na, wie gesagt, an Rohstoffen sollte es uns eigentlich nach dem Gebiet nicht mehr mangeln. Das ist abartig, was da alles droppt. Gerade in puncto Stufe 3 Material, Stoff, Metalle und lauter so Kacke.
Alter, ist das ein Riesengebilde. Ist ja Wahnsinn. Arborsägen, ja, so dringend brauche ich das jetzt gar nicht mehr. Mir mal so eben aufgefallen. Brauche eher was anderes. Aber ich habe es vergessen. Ich weiß, da gab es noch eine Pflanze. Die hätte ich gebraucht für eine Aufwertung von einem Elixier oder einem Trank. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Und ich habe so wenig Plan davon, dass ich schon wieder vergessen habe, welche Pflanze das ist. Oder wie die heißt oder was sie. Ach, ist doch scheißegal. Ja, Junge, was ist das jetzt hier? Komm ich jetzt da rein? Hallo? Hier ist zu, da ist zu. Lass mich doch alle in Ruhe. Ja, was denn jetzt? Oh. Man könnte ja mal den Baum hochlatschen, aber das wäre zu einfach. Ach komm! Geht das überhaupt? Oder hier hoch? Bitte, bitte! Komm, mach keinen Scheiß jetzt! Lass mich da rein, rüber, hoch, rum, numm. Ja! Ah, oh, cool. Wie habe ich das gemacht, hä? Gar nicht mal so gut, ich weiß. Und das kann ich. Also nichts können. Nichts können, nichts tun, nichts wollen, nichts wissen, nichts machen. Obwohl tun und machen ist ja irgendwie ähnlich so. Egal. Oh, ey, noch 10 Mal gegen den Baum laufen, dann hab ich's. Glaube ich. Oder auch nicht. Schon noch ein ganz schönes Stückchen, oder beziehungsweise ein ziemlich großes Areal, was wir hier abklappern müssen. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht tun würden, könnten, wollten, machen. Oh komm, oh nee. Ja klar, übertreibt halt. Eine ganze Gruppe Templer und noch so ein Freak. Nein! Lass mich in Ruhe, Mann. Typ. Templer. Und der Riese auch. Der Riese sowieso. Gerade der. Aua. Nein. Lass mich leben. Hä? Was war denn das jetzt wieder? An dem Ast hängen geblieben, der blöde Flammenball oder was? Das sah ja vielleicht scheiße aus. Oder hat er jetzt so viel Schaden gemacht, dass es zumindest nur so aussah? Nee, aber er ist kurz davor. Okay. Oh Gott, Cassandra ist ja tot. Ja, wer braucht schon einen Tank? Verdammte Scheiße, ich? Hilfe. Warum, wieso habe ich eigentlich keine Tränke mehr? Ach, schau, ja, ja. Lass mich in Ruhe. Ich laufe einfach weg. Scheiß auf Vivian. Die ist tot, vergiss sie. Ach nee. Na sowas, sie lebt ja noch. Ja, sie lebt noch, sie lebt noch. Lebt denn die alte Holz-Vivi noch? Holz-Vivi noch. Holz-Vivi noch. Na ja, aus Zucker oder so. Beim kleinsten Furz fällt die auseinander. Gut, ich wüsste zwar nicht, ob Zucker beim Furzen auseinanderfällt, aber wäre mal interessant zu beobachten. Vielleicht muss ich das überprüfen und euch dann ins Detail berichten, was vorgefallen ist. So. Sind wir jetzt mal raus aus dem Kampf hier, oder was? Geht doch. Darauf warte ich eigentlich die ganze Zeit. Ich muss ja zu meinem blöden Außenposten, wenn ich hier Tränke auffülle. Ich hoffe nur nicht, dass da jetzt wieder kompletter Respawn ist. Weil es ja so gesehen ein Loading Screen ist und ich das Gebiet ja, ja mehr oder weniger kurz verlassen habe. Mit allen Augen zugedrückt, so zumindest.
Achso, Requirierung. Und was jetzt? Hä? Was? Willenskraft. Ja, ja, komm, scheiße. Oh Gott, wo ist... Ah, direkt daneben. Okay, das war wohl zu einfach. Woher soll ich das denn wissen? So, dann stellen wir... Das ist euer Ernst? Jetzt fehlen Flechtreben. Vor allem, wieso seit wann braucht der Flechtreben? Ist das jetzt seit dem Upgrade oder was? Wie hässlich ist das denn? Scheiße. Jetzt muss ich auch noch nach Flechtreben gucken. Wo gab's denn sie? Ja, beim Inquisitor, genau. Jetzt muss ich echt überlegen. War das noch im Hinterland? Wo bin ich denn danach hin? Dann war das mit Haven? Huh. Sturmküste, glaube ich. Oder Hinterland. Ich bin... Na, Blödsinn, Hinterland. Wo war ich nach dem Hinterland? Im Hinterland. Oh. Nicht so ganz. Aber, ja, das ist die Sturmküste. Kammwald war ich noch. In diesem komischen Sumpfdings da, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ja. Und ich glaube, dann kamen schon die Dales. Also sprich hier, erst war ich in den Smaragdgräbern, dann in den erhabenen Ebenen. Habe ich ein Gebiet vergessen? Sturmküste, Kammwald... Komisches Moordings da. Flechtrebe. Mensch. Geil. Toll, hätte ich die nicht früher finden können. Jetzt gehe ich garantiert nicht nochmal zurück. Wegen so einem fucking Regenerationstrank. Oh, noch mehr. Sag mal. Werde ich hier beobachtet von den Entwicklern oder so? Und wenn die sich dann denken, oh, guck mal, da schrinkst, der sieht aus, als könnte er Flechtreben brauchen. Dann gibt man ihm zumindest ein paar, damit er denkt, hier sind überall welche und dann sinnlos danach sucht. In Wirklichkeit aber sind es nur die paar wenigen, die er jetzt gefunden hat. Mehr ist hier nicht. Aber das weiß der Schrinks ja nicht. Der Schrinks ist eh doof, der sucht nach allem. Und findet's nicht. So oder so ähnlich werden sie sich das wohl ausgemalt haben. Wo geht's denn jetzt hier lang, Mann? Lang, Mann. Mann, lang. Lang, lang. Ach so, warte mal. Ich bin ja erst bei den Käfigen. Noch eine Flechtrebe, cool. Na, vielleicht habe ich es auch doch ein bisschen unterschätzt. Es gibt wohl doch mehr hier. Prima. Prima Donna. Hier ist nichts mehr. Sehr erfreut. Noch mehr Felandaris, okay. Gibt's wohl doch öfter. Aber kein Samen. Wir können es nicht pflanzen bisher. Bei der ersten war auch keiner dabei. Weiß ich ganz genau. Vielleicht jetzt. Zählt das als seltene? Hm. Man weiß es nicht. Was hier? Ach, plündern. Stimmt, da waren ja noch Gegner. Ach, dann hätte sich ja meine Befürchtung von vorhin nicht bewahrheitet, zum Glück. Was, Inventar voll? Jetzt schon? Gut, ich war jetzt schon länger nicht mehr verkaufen, wenn ich das mal so zugeben muss. Oh, da können wir eigentlich gleich ein paar rausschmeißen, ne? Weil sonst könnte es nachher wieder irgendwie Probleme geben. Zerstören... Oh ja. Frag halt 10-mal. So. Ja gut. Und jetzt? Ach, hier rum. Ah ja, stimmt. Jetzt um die Kurve und da war die Stelle mit dem Riesen, glaube ich. Oder? Brief? Hat man den schon? Hey, euch macht doch jeder nervös. Beruhigt euch einfach, ich habe Folgendes gehört.
Imshael wurde hergeschickt, um das Wachstum des Roten Lyriums im Steinbruch zu überwachen. Er hilft unserer Sache und das ist alles, was zählt. Haltet eure Nase aus seinen Angelegenheiten raus. Macht eure Arbeit und verärgert ihn nicht. Connell. Wer auch immer. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, wie dieser Imshael ist. Aber es ist scheinbar sowas wie der Aufseher hier. Der Vorarbeiter da. Peitschenschwinger. Der Evas-Plus-Sklaven, die da arbeiten. Die natürlich vollkommen freiwillig da sind. So, nehmen wir mal einen Mana-Trank, damit das ein bisschen schneller geht. So, diesen hier und diesen hier. Der hat überhaupt nichts gebracht, geil. Oh, immerhin die Faust, die geht durch den Schild durch. Finde ich gut, wusste ich noch nicht. Dachte, die prallt vielleicht auch ab. Wow! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Hui! So ein Rüpel! Ja, helft die Vienne. Oder lass es. Alter, rülpst ja hier. Drecksau. Oh Mann, ey. Jetzt macht ihn doch kaputt. Das kann doch nicht so schwer sein. Ein einzelner Riesemann. Mal wieder hier rumhopst. Wie auf LSD oder so. Genau, geh auf die Knie, du Nidra-Wurm. Riese. 930. Naja, immerhin mehr als alle anderen Gegner hier bisher. Ich schätze mal, nur der Drache gibt noch mehr in der Region. Ja gut, dann würde ich doch sagen, lassen wir es gut sein für heute. Die Feste geht ja wohl doch noch ein ganzes Weilchen, weil wir müssen jetzt da irgendwie durch diese Ruinen uns da durchmanövrieren oder so. Und dann müssen wir eigentlich demnächst schon im Hauptteil sein, der dann hier ist. Also wahrscheinlich geht es dann hier so irgendwie, ne, ums Eck sozusagen. Und dann haben wir sicherlich noch ein bisschen Programm für die nächste Folge. Für heute war es das, Freunde. Danke fürs Zusehen, macht's gut und tschüss.